So, weiter geht's. Pause ist zu Ende. Auf YouTube ist jetzt natürlich die zweite Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und hier auf Twitch geht's jetzt weiter. Wir haben jetzt diesen Planeten betreten und wollen jetzt uns jetzt um den Kommandanten der bösen Piraten wohl entledigen. Hi Alex. Und schauen wir doch mal, wie es hier abgeht. Let's go. Hier läuft alles. Jo. Gut. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, wir sollen da runter. Die verlassene Forschungsanlage in dieser Richtung. Dann gehen wir doch mal dahin. Moment, ich wurde gerade was gefragt. Immer müssen sie WhatsApp schreiben, wenn man gerade am Zocken ist. So. Jetzt können wir weitermachen. Schauen wir uns jetzt mal die Basis an. Gibt's hier eine Karte oder sowas? Gibt's hier nicht, oder? Für das Stück, was wir hier gerade rumlaufen. Oh, vielleicht doch, aber irgendwie sagt die nicht viel aus. Warte mal, was ist das hier? Das ist unser Schiff? Was ist das? Fragezeichen. Oh. Dann müssen wir erstmal das Fragezeichen. Ich kann's nicht markieren. Nee. Das war in die Richtung. Wir haben sogar weniger Schwerkraft. Da hinten. Das schauen wir uns doch mal an, bevor wir hier die Story weitermachen. Wir haben leider das Jetpack noch nicht. Oh. Ich sehe gerade, wir haben unten auch die Anzeige, auf die wir achten müssen. Also wir können nicht unendlich sprinten. Okay. Wieso war das hier rot? Wo kann ich das abbauen? Kann ich echt nur eine einzige Waffe tragen? Untersuchen, sortieren, Favorit. Favorit? Ah, man muss es selbst zuweisen. Oh, sagt das Spiel das doch auch mal. Cutter, nehmen wir mal nach links. Jetzt wird ein Schuh draus. Hallo? Ja, das kann man anscheinend nicht abbauen. Oh. Was seid denn ihr Nettes? Okay. Körperflüssigkeiten. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Alles Loot. Komme ich mir vor hier wie bei, Starship Troopers. Na, geht ja voll ab. Doch in Ruhe. Die wollen jetzt da hinten gucken. Das kann ich nicht abbauen. Nee, scheinbar nicht. Na gut. Bitte lassen Sie sich nicht erschießen. Hab ich nicht vor, Kollege. So ist meine Anzeige eigentlich dort zu dunkelrot langsam geworden. Gibt's Fallschaden? Nö.
ist das? Hm. Oh, da gibt's Gegner. Ich glaube, mein Roboter schießt auf die. Nee, Level 6, Level 8. Nope. Computer sagt nein. Wir gehen dahin, wo wir meinen sollen. Ich darf nicht so viel rennen. Ich denke mal, wir können das ja auch noch irgendwann alles abholzen, sag ich mal. Aber wahrscheinlich jetzt noch nicht, weil wir ja im Prinzip noch im Tutorial sind. Das hier sieht so. Ah, man kann es abbauen. Eisenvorkommen. Eisen hinzugefügt. Okay, aber die Menge steht nicht da. Ganz schön weit gelaufen. Ich habe leider das Jetpack noch nicht. Kriegt man auf jeden Fall auch noch. Mein Gott, das ist aber auch ein toter Planet hier. Leute, schreibt doch in den Chat. Man sollte schon irgendwo hinläuft, ne? Vorsichtig, Captain. Alien-Kreaturen. Du kannst Kreaturen, Mineralien und Pflanzen scannen. Das sagen die mir jetzt, echt. Mit jedem gescannten Objekt wachsen deine Analysedaten des Planeten. Analysedaten kannst du für Credits verkaufen. Über den Scanner hast du ebenfalls Zugriff auf andere Funktionen wie den Bau von Außenposten und soziale Skills wie Diplomatie und Einschüchtern. Oft unberechenbar. Oberflächenkarte. Fotomodus. Wie scanne ich das jetzt? Silber. Ah, da wurde natürlich dann auch. Ah, verstehe. Interessant. Blei. Forschungslabor. Ressourcen 4 von 8, Flora. Ah, okay. Aber Pflanzen kann ich, glaube ich, damit noch gar nicht abbauen. Na gut. Dann schauen wir mal, was hier drin abgeht. Kopfhörer. Okay. Haben wir eigentlich eine Gewichtsanzeige? Inventar.
Ja, da unten, wo Masse steht, haben wir 57 von 135. Wow. Okay. Gehen wir mal hier rein. Machen wir das Licht aus, dass es keiner sieht. Die Symbole sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine geheime UC-Anlage. Okay. Scheint aber keiner da zu sein. Was bist du denn? Tut der mir was? Eigentlich nicht. Gewebenährstoff. Machen wir das Licht aus. Wir können uns ja auch ranschleichen, ne? Wie viel habe ich? Ein Vierer. Dietricher. Credits. Ey, man kann hier aber auch alles mitnehmen, gell? Alles kann man hier einsacken. Wo sind die Gegner? Dem geht's nicht mehr so gut. Was ist mit ihm passiert? Bin auch mal gespannt, wie hier das mit dem Dietrich funktioniert, weil wir kennen es ja von Bethesda. Was ja eigentlich immer ziemlich simpel war. Pirat. Würzige Würmer. Wir halten die Augen offen, wie du gesagt hast. Hier sind Gegner. Ich glaube, die haben mich gesehen. Mach gut. Die wollte in den Nahkampf gehen. Aua. Verdammt nochmal. Meine Munition ist gleich leer. Im Kampf ruft Barrett oft. Ping. Er hat auch schon eine neue Waffe gehabt. Bolzenschneider. Schub nicht, ich hab Joghurt im Rucksack, geh weg. Was war denn das schon wieder für eine Waffe? Ups. Doch. Die Krendel. Feuerrate 170. Ist eine MP. Stecken wir mal hier hin. Wäre mal schön, wenn die mal Visiere hätten, ne? Also richtige, nicht nur über Kim und Korn. Notizbuch. Hallo!
Lass mich raus! Dülli. Ja, wo sind sie? Ist so dunkel hier. Alter, der Roboter gibt mir gerade ein bisschen auf den Senkel. Oh, what? Ja, hier gibt's viel zu lesen. Noch mehr durch Verlegung. Ist ja alles leer. Und das Stiftetui. Aha. Alles wieder so gemacht, dass du wieder alles einstecken kannst und dann kannst du wieder alles verkaufen. Oh, jetzt können wir mal den Dietrich. Fülle alle freien Schlitze, um das Schloss zu öffnen. Wähle einen Schlüssel, dann drehe ihn, bis er in der Lücke passt und lass ihn einrasten. Du kannst jeden Schlüssel nur einmal nutzen. Was? Ihn brauche ich. Oder? Nee. Der funktioniert nicht. Nochmal. Wir brauchen einen mit 1, 2, 3, 4, 5 Öffnungen. Gibt's nicht. Jetzt habe ich verstanden. Den brauche ich. Zack. Und... Verdammt. Den einen hätte ich nicht nehmen sollen, oder? Ah. Ach so. Ja, okay. Verstehe. Ist gar nicht so schwer. Wieder eine neue Waffe. Die ist sogar blau. Wollen wir gleich mal ausrüsten. Die hier. Aber nur 18 Schuss, ein bisschen wenig. Die ist auch leer. Ich habe Munitionsmangel hier bald. Okay, das mit dem Schlussknacken, das müssen wir uns merken. Was gibt sie hier? Man kann im Prinzip schon 80 Stunden damit verbringen, die ganzen Sachen hier zu durchsuchen, ey. Okay. Irgendwas Wichtiges. Ist. Waffen. Maßband. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall Munition gefunden. Ich würde gerne mal versuchen, ob man an einen ranschleichen kann. Können Sie ja mal versuchen. Oh, da nicht. Halten aber aus. Level 2. Ja, Licht dann mal. Ohren.
Was war denn das für ein Satz? Ich wollte mich töten, doch streng genommen lebe ich gar nicht. Überall. Bella macht kein Jetpack, ja, dein Glück. Gut, und hier ist die Munition auch schon zu Ende. Geil. Oh, und dann ist auch noch einer. Ja, genau. Im Kampf ist das menschliche Todesrisiko stark erhöht. Wo ist er hin? Ja. Der hat neue Rüstung gehabt. Wir haben keine Munition mehr. Ist nicht so geil. Was ist das? Waffenkoffer. Lasergewehr. Wo ist er hin? Hier. Können wir gleich mal zuordnen. Legen wir mal da hin. Habe ich schon ausgerüstet. Wo ist die hin? Ist abgehauen. Oh. Da war frech. Die habe ich gar nicht gesehen, dass die in der Ecke war. Viereckige Pizza. So, mein Gewicht. Okay. Noch easy. Das bist du. Es sind noch mehr. Ich glaube, wir sind nicht mehr allein. Hey, hier geblieben. Hauen die jetzt ab? Von mir aus. Ich brauche Munition. Aber hier gibt es so viel zu gucken. Was ist das? Toxin! Nehmen wir mal mit. Geh weg, Roboter. Husch! Wo kam er denn her? Wo sehe ich eigentlich meinen Levelfortschritt? Oh, stimmt, ich habe noch einen Skillpunkt. Den Jackpad würde ich gern. Schließe die vorhergehende Rangherausforderung. Du kannst jetzt Boostpack benutzen. Ja, wow. Wie denn? Ich habe doch noch gar keinen. Ha, egal. Wird uns wahrscheinlich auch noch erklärt.
Und das jetzt alle. Ich erfasse in der Nähe einen Tresor. Wir könnten seinen Inhalt nutzen, sofern sie Digi-Dietriche bei sich haben und es mit persönlichem Besitz nicht so eng sehen. Nö. Ganz bestimmt nicht. Wo ist hier das Safe? Ach da. Alter! Was geht denn mit dir? Was ist das denn? Okay. So, Safe knacken. Das haben wir ja eben schon gehabt. Nee, den nicht. Ich nehme den. Dann nehme ich den. Dann nehme ich. Muss ich ja den nehmen? Ach, das geht gar nicht. Verkackt. Okay, nochmal. Also, wir brauchen 3er. Ja. Ja. Nee, oder? Warte mal. Hier und jetzt das. Ah! Easy! Das AMP. Eine aus Theorie basierte leistungssteuernde Substanz, die vorübergehend die Beinstärke erhöht. Okay. Gehen wir mal hier hoch. Ich dachte, das wäre jetzt eine Falle. Man sammelt hier Sachen ein, das ist echt. Messer. Ripshank. Okay. Ja, Nahkampf. Boah, können wir eigentlich auch mal ausrüsten, oder? Nahkampfwaffen. Wo sind denn die? Haben wir die Axt? 17. 12. Rüsten wir mal die Axt noch aus. Die machen wir mal. Wo machen wir die hin? Gehen wir mal da hin. Ich auch noch nicht probiert. Okay. Aber die Waffe hier finde ich gut. Wir sind wieder draußen. Oh! Oder kann ich mit euch reden? Frontier hat einen neuen Captain? Arbeitest du mit Barrett? Oder hast du ihm die Schlüssel des Schiffs aus den toten Händen entwunden? Angriff aufs Schiff müssen aufhören. Lügen, genau, ich habe Barrett getötet, sag also dein Piratenfreund soll eine Leine ziehen. Machen wir es diplomatisch oder machen wir es auf die feine Englische? Machen wir erstmal normal. Oh nein. Vielleicht hat dir das dein Kollege Barrett nicht gesagt, aber es kursieren ein paar Gerüchte um das Schiff. Dass die Constellation Schätze in den Laderäumen verwahrt. Die Beute von 100 Planeten. Und sie wird uns gehören. Diese Aussage ist zum Teil richtig. Die Frontier war bei vielen Planeten und Monden. Aber in den Laderäumen befinden sich nur Ersatzteile. Staub. Dehydrierte Lebensmittelpartikel und verschiedene Ameisenarten. Es ist mir egal, mit welchen Lügen Barrett diesen Roboter programmiert hat. Das Schiff gehört uns. Auf mein Schiff gibt's keinen Schatz. Ach komm, wir machen die feine Englische. Feuer frei! Das Protokoll schreibt vor, dass ich ohne Umweg zur Loge zurückgehe. Wir kriegen auch noch Verstärkung. Das ist frech.
Alter. Ich Munition? Ja, ich hab jetzt genug. Schmerz soll schrecklich sein. Das ist richtig. Der hat auch noch ein Schild, ey. Hier geblieben. Also schnell zu deinem Schiff, drücke LB, um den Scanner zu öffnen. Warte doch mal, lass mich doch mal looten. Sind die anderen jetzt abgehauen? Scheint so. Lass mal die Leute beklauen. Läufst du mit zu viel Last, verlierst du... Okay, ich bin zu schwer. Ja, ich bin zu schwer. Wir müssen hier mal einen loswerden. Kann man auch abschmeißen? Ablegen. Da. Oh. Immer noch zu schwer. Was hat der hier fallen lassen? Das heißt, die können wir wegwerfen. Wie, ich besitze davon 4 Stück oder was? 6 ganz und gar. Ja, wir behalten mal... Reihe, weil die kann man ja verkaufen. Hier, davon habe ich 7. Okay. Davon habe ich 10. Ne, 3 habe ich davon. Okay. Können wir uns jetzt bewegen, Jörg? Ja, ja. Oh, es wird sogar angezeigt noch auf dem Boden. Aber ich sehe nicht noch ein Schiff gehen. Die sind, glaube ich, gerade abgehauen, wo der gestorben ist. Okay. Ich soll LB öffnen. Kehre zum Schiff. Suche nach deinem Kartensymbol deines Schiffs und drücke A. Ah. Wo ist denn das? Da. A. Ah. Schnell zum ausgewählten Ort reisen. Ja. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Captain, um zur Loge zu kommen. Müssen wir zum Planeten Jemison im Alpha Centauri-System springen und in der Stadt New Atlantis landen. Keine Sorge, bald geht Ihnen das in Fleisch und Blut über. Okay. Wähle in interem Abschnitt Missionen. Drücke X, um automatisch einen Kurs zu deinem nächsten Ziel zu setzen. Da machen wir mal einen Sprung. Und jetzt kommen wir auch zur größten Stadt, die Bethesda wohl jemals gemacht hat für ein Spiel. Keine Schmuggler, aber warten auf Scan. Oh, was ist hier los? Raumschiff Frontier, hier spricht die United Colony oh. Security. Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Scan wird ausgeführt. Scan abgeschlossen. Keine Schmuggelware entdeckt. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Okay. Aber kann ich jetzt theoretisch auch so einfach auf den Planeten fliegen oder muss ich das jedes Mal per Schnellreise machen? Weil das sieht nicht so aus, als ob ich da groß nah rankommen würde. Was hier alles rumfliegt und theoretisch könnte man jetzt die ganzen Schiffe hier alle angreifen und die sogar übernehmen. Was hier ganz viele Schiffe sind. Wir können natürlich auch Schiffe kaufen. Das wäre dann die normale Variante. Aber ich glaube, so wird es jetzt ewig dauern. Deswegen machen wir jetzt einfach so. New Atlantis. Landen. Von Atlantis größte in der besiedelten System. Mit der NAT gelangen Besucher und Bürger rasch an andere Stadtteile. Okay. Ich werde nicht sagen, aber auf PS5 war hinter schon nichts geladen.
Das soll die größte Stadt sein im Spiel. Jetzt haben wir 21 Grad, 21% O2, 91 SCHW, okay. Gibt's hier eine Karte? Oh, ich drücke immer Select. Ja, ist. Ja, keine Ahnung, was so eine Karte soll. Klar, wir müssen an weitest entferntesten Punkt hin. Gut, dann schauen wir uns doch mal diese. Wo ist sie hier noch? Respekt, Bethesda, was sie hier auf die Beine gestellt haben. Respekt. Hey, Vasco. Was? Kein Barrett? Ach, Indigo-Protokoll mal wieder. Sprich mit dem Service. Und hier ist unser neuer Captain. Meine Crew kann sich dein Schiff ansehen. Und über den Handelsaufsichtautomaten wirst du bei Bedarf frachtlos. 1000 Credits. Mein Schiff muss repariert werden. Nee. Zeig mir mal, was du für Schiffe im Angebot hast. Du findest sicher was, was dir gefällt. Ich habe 3902 Credits. Und was kostet das Schiff? 57.600. Boah. Gladius. Links sehen wir auch die Werte der Schiffe. Es gibt Treibstoff. Ernsthaft? Ja, man kann natürlich auch Schiffe selber bauen, ne? Das sollte man auch nicht vergessen. Man kann sie zumindest, ich weiß nicht, ob du von Grund auf neu bauen kannst, aber man kann sie auf jeden Fall bebauen. 279.000. Alter Witzka. Ey, ist das günstigste. Hey, er würde mir gefallen. Aber zu teuer. Ah, wo kann ich gleich nochmal Sachen verkaufen? Die Handelsaufsicht betreibt hier bei mir einen Verkaufsautomaten. An der Seite, nahe der Rampe. Außerdem gibt's da noch Jemison Mercantile, falls du gern ein bisschen Auswahl hättest. Den Laden findest du hinter dem Security Checkpoint. Okay. Sieht alles gut aus. Ich bin hier am Platz, wenn du mich brauchst. Meint er den Automaten da? Nee, das ist kein Automat. Doch. Ist ein Handelautomat. Alles? Bin ich jetzt beim Verkaufen hier, gell? Ja. Nee, Ressourcen wollte ich eigentlich nicht verkaufen. Scheiße. Ja, das zum Beispiel. Okay. Hiervon habe ich 3 Stück. Brauche ich nicht. So viele Waffen braucht kein Mensch. Flasche mit Genprobe. Haben sogar die Schutzhinweise drauf. Ist ja cool. Was ist das denn? Ach, Nährstoffe. Hier haben wir auch 2. Ja, das brauchen wir. Das brauchen wir auch. Ist das wichtig oder ist das nicht wichtig? Wer weiß. Hier haben wir auch 2. Die wollen wir nicht verkaufen. Wobei, das Messer nutze ich eh nicht. Gibt aber auch nur 68. Was sind die Händler-Credits? Okay. Was ist mein Gewicht da unten? Muss auch irgendwas, was schwer ist, haben. Habe ich das jetzt gekauft? Nee. Hier bin ich jetzt auf Verkaufen, genau. Ein bisschen verwirrend ist es schon hier.
Nee, okay. Also um so ein Schiff zu kaufen, das kann auch eine Weile dauern, bis du viel Geld zusammen hast. Sauerstoff wird bei Anstrengungen wie zum Beispiel Sprints, Nahkampfangriffen und Sprüngen verbraucht. Wir weisen dir die neuen Aufgaben, sobald wir okay. Betreten der Stadt gescannt. Bitte weitergehen. Okay. Okay. Kein Kopfgeld. Dann schönen Aufenthalt. Ja, ob man hier Kopfgeld haben möchte. Ah, die Passanten haben sie, glaube ich, jetzt aber auch wieder mal sehr abgespeckt gemacht. Was die Grafik angeht. Das ist New Atlantis Transit, kurz die NAT. Der kostenlose Nahverkehr der Stadt. Wir können direkt in den Mast-Distrikt. Okay. Wir können aber auch zu Fuß gehen. Machen wir es so spielen. Terra Brew Coffee. Selbst die kleinsten Entscheidungen summieren sich mit der Zeit und das ist lähmend, wenn man genau darüber nachdenkt. Erstmal einen Kaffee trinken. Ein Cappuccino, 75 Credits, gönne ich mir mal. Oh, den trinkt er glaube ich gar nicht gleich. Er muss es selbst nehmen. Plus 18% Regeneration für 3 Meter, regeneriert 3 Gesundheit. Trinken. Es ist Kaffee, du genießt. Entscheide dich für einen, damit unser Leben weitergehen kann. Ja, ja so. Was haben wir hier noch? Barrett frequentiert dieses Etablissement. Er kauft hier häufig Schokolade. Ich habe ihn zwar mehrfach darauf hingewiesen, doch das ist wohl einer der Hauptgründe für sein Übergewicht. Rennt der mir eigentlich das ganze Spiel hinterher? Unglaublich, was man heutzutage Kunst nennt. Guten Tag. Danke für deinen Besuch. Sieh dich ruhig um. Ich kann Transaktionen abwickeln. Und wenn du Fragen hast, schieß los. Sieh dich in Ruhe um. Was gibt's denn hier? Die verkauft Waffen. Verkaufst du auch Munition? Oh ja. Was brauche ich denn? Verdammt. Ja, Moment. Danke. Ist viel Arbeit. Aber ich bin hier nicht alleine. Gerhard, mein Geschäftspartner, leistet hinter den Kulissen wahnsinnig viel Arbeit. Ich weiß nicht, wo wir ohne ihn heute wären. Wirklich. Danke für deinen Besuch. Hinten haben wir noch Hallo. Ein bisschen mehr. Danke für deinen Besuch bei Jamison Mercantile. Ich will gucken, was ich für Munition brauche. Wird auch nicht angezeigt, für welche Waffe. Moment. Waffen. Die Grendel braucht zum Beispiel 7,77 mm. Wie habe ich denn davon noch? 265. Echt? Ja, Tatsache. Im Unterdeck fällt ständig der Strom aus. Das Mast hat endlich jemanden geschickt. Was brauche ich für die? Nicht geholfen. Was? Mission aktiv schalten. Aktivitäten. Untersuche partielle Stromausfälle auf dem Unterdeck. Ich mach die mal aktiv. Aber was braucht die Waffe jetzt? 3KV LSR. Die ist echt gut, die Waffe. Die gefällt mir. Hallo. Wir haben alles, was du für dein... Sieh dich in Ruhe um. 3KV LSR, die hier.
Ist auch teuer. Nimm mal 40 Schuss. Ja. Ich wollte gerade sagen, habe ich die jetzt gekauft oder verkauft? Aber ich habe sie gekauft. Schön, dass du da warst. Ja. So, jetzt. Die Mission ist jetzt aber auch ausgewählt, ja? Ja. Wenn nötig, könnte ich nur vom Kaffee leben. Unterdeck. Schauen wir mal nach der Nebenquest hier. Es gibt immer ungefähr 1 Million Sachen zu tun, aber ich bin ganz alleine. Es ist unmöglich. Hey! Ah, die Lippen so grob als ich wirklich. Du perfekt. Bist gar nicht Karl. Tut mir leid, vielleicht heißt du ja sogar Karl. Aber ich warte auf einen anderen Karl. Wir sollen hier einem Spannungsabfall nachgehen. Die Leute melden seit einer Weile immer wieder Stromausfälle. Jetzt geht das Mess der Sache endlich mal nach. Ich kann nicht an 2 Orten gleichzeitig sein. Also versuche ich einfach unauffällig zu sein. Ich kann dir helfen. Tja, nachdem du hier bist, Karl aber nicht, und ich die Sache gerne klären würde, warum nicht? Es ist doch gar nichts sonderlich Technisches. Ich kann dir alles aus der Ferne erklären. Ich gehe zur Kontrollstation. Der erste Kasten, den wir suchen, ist beim UC Surplus. Du weißt schon, Antonios Laden. Ich melde mich, wenn du da bist. Mission aktiv selbst. Habe ich die Mission jetzt eigentlich nur gekriegt, weil die 2 Typen sich da eben darüber unterhalten haben? Da musst du bei Gesprächen ja aufpassen hier. Hier ist jeder willkommen. Behalt nur deine Hände bei dir. Verstanden? Du machst hier keinen Ärger. Das rote Symbol zeigt an, dass ich das klaue. Es ist immer schön, neue Gesichter zu sehen. Ja, wir wollen jetzt mal nicht klauen. Es gibt nur Ärger. So, was haben wir denn hier? Perfekt, gut gemacht. Okay, das hat den Schutzschalter ausgelöst. Und der geht zu... Oh, wow, ernsthaft? So haben die das verkabelt? Okay, prima. Der nächste ist ein gutes Stück hinter dem Jakes. Vielleicht 1 oder 2 Etagen höher? Sorry, ist weit. Naja, so weit ist es jetzt nicht. Eigentlich wollte ich professionell kommen. Da scheint es nicht reinzugehen. Ich kenne Leute wie dich. Lässiges Weltraumass. Muss cool sein. Ich doch weiß nicht, ob die Maroon-Fanatiker im Weltraum leben, von ihrem Heimatplaneten verstoßen wurden oder sonst was. Aber hier drin sieht es irgendwie so neblig aus, oder? Ja, ich muss noch eins hören. Oder so. Ich werde jetzt mal noch nichts Straftätiges machen. Weil sonst kriegt man es mit Gesetz zu tun und dann macht's Aua. Fußball. Das funktioniert sogar. Also sogar den Ball würde ich klauen. Du müsstest gleich beim nächsten Verteilerkasten sein. Und wenn die Obdachlosen noch nicht verschwunden sind, einfach Augenkontakt vermeiden, okay? Okay. Wieder ein Schalter umgelegt, wieder ein Hinweis. Und hier hat das Licht auch geflackert. Die Verkabelung ist schlimmer als gedacht. Ich behebe das kleine Problem mal kurz, während du den nächsten Verteilerkasten suchst. Der müsste in der Nähe von, der Handelsaufsicht sein. Okay. Find ihn einfach und, erzähl vielleicht noch niemandem was davon. Okay.
Ist das jetzt hier drinnen oder? Nee, hier scheint es nicht zu sein. So, ich sollte nicht so viel rennen, gell? Ah, hier scheint es richtig zu sein. Okay, der letzte Kasten müsste jetzt ganz bei dir in der Nähe sein. Ich merke leider, dass das ein absolutes Wirrwarr ist. Ungefähr 200 Jahre vergebliche Versuche, alles neu zu verkabeln. Ich wollte das vor 3 Jahren mal reparieren. Nach 2 Tagen habe ich geweint. Nach 3 aufgegeben. Jedenfalls musst du dich da um eine Reihe von Schutzschaltern kümmern, bevor du zum Verteilerkasten kannst. Ich weiß die Reihenfolge nicht mehr. Leg einfach Hebel um, bis alle Schaltkreise stromlos sind. Ah ja. Wow, das war ja schwer. Wow, geschafft. Echt klasse. Du hast mir eine ganze Woche Arbeit erspart. Komm zur Kontrollstation, wo wir uns getroffen haben. Das war hier unten, oder? Oder auch nicht. Ist ja gar nicht verwirrend hier. Ja, du standest hier. Hier standest du. Hier ist der Sauerstoffausgang. Weitere Anstrengungen erhöhen den CO2-Wert. Aha. Hallo? Jetzt bin ich verarscht. Dahin. Ja. Habe ich mich schon bedankt? Weil, danke. Alleine hätte ich dafür viel zu lange gebraucht. Das wäre völliger Wahnsinn gewesen. Ich helfe gern. Und jetzt, solange die Bezahlung stimmt, tue ich alles Nötige. Ja, klar. Natürlich. Dank deiner Hilfe konnte ich den Spannungsabfall lokalisieren. Ich weiß, woher er kommt. Und leider ist die Quelle genau das, was ich befürchtet habe. Die Handelsaufsicht. Tja, darum muss ich mich jetzt wohl kümmern. Das wird ein Spaß. Wenn du mitkommen willst, beschwere ich mich nicht. Wenn nicht, dann trennen sich unsere Wege jetzt. 2000. Missionsbelohnung. Ich soll mit dir sprechen. Warum? Tja, dank dir haben wir jetzt Beweise, dass die Handelsaufsicht hinter dem Spannungsabfall hier unten steckt. Hattest du schon mal mit der Handelsaufsicht zu tun? Zoe ist ganz schön imposant. Ich muss da rein, obwohl ich wirklich, wirklich keine Lust habe. Würdest du vielleicht mitkommen? Damit es nicht irgendwie entgleist? Na klar. Danke. Das ist echt nett. Ich kann reden, glaube ich. Mach dich einfach auf alles gefasst. Folge Luisa Reyes. Im Prinzip ist das Spiel wirklich so wie Fallout, also Fallout im Weltall. Trifft's, glaube ich, ganz gut. Kannst du auch ein Stück schneller laufen? Wie schläft der bei deinem im Lauf? Früher hatte ich noch den richtigen Job. Kann gerade nicht reden, sorry. Wie
Ja, und ihr so? Fleißigen Arbeiterbienchen verliere ich leicht den Überblick. Ich bin Luisa Reyes. Was du auch weißt, ich war nämlich schon dreimal hier. Ja, ja, stimmt natürlich. Und was genau wirfst du mir doch gleich ohne den kleinsten Beweis vor? Der Spannungsabfall kommt aus deinem Gebäude, Zoe. Das wissen wir beide und ich kann es jetzt beweisen. Entschuldige, wie war das? Wir haben den Spannungsabfall durch das Netz verfolgt. Hierher. Du... kannst dich da nicht rausreden. Ich würde dich bitten, kurz hier zu warten. Ich bin gleich zurück. Aber wie es hier weitergeht, das seht ihr bei YouTube in der nächsten Folge. Und hier auf Twitch gibt es natürlich so eine kleine Pause. Also, bis dann. Haut rein.